Hi und willkommen wieder bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, bei Performance und Happiness in deinem Leben. Heute wagen wir wieder einen Blick über den Tellerrand deiner Gesundheit. Und zwar geht es um das Thema deiner Haut. Hautprobleme. Botschafter von vererbten Traumata und deinem Unterbewusstsein. Zu diesem Thema interviewe ich Lydia von Zauberhaut. Lydia ist selbst über 22 Jahre an starker Neurodermitis erkrankt gewesen und hat über verschiedene Instanzen und Herangehensweisen diese erfolgreich besiegt. Sie ist NLP-Coach, Reiki-Meister und unter anderem Yoga-Trainerin. Sie hat auch den Podcast Zauberhaut und bietet verschiedene Möglichkeiten an, dir zu helfen. Es geht also um das Thema Haut. Du findest alle Informationen in den Shownotes und in der Videobox, aber auch unter www.function-basics.de/lydia-zauberhaut. In der Videobox findest du auch einen Rabattcode, der dir etwas Rabatt auf Lydia ihre Kurse gibt. Wenn du mehr Informationen zu den Basics natürlicher Gesundheit, wie zum Beispiel Hormonhaushaltsausgleich, also glückliche Hormone, besser schlafen oder Stress, wie du mit Stress umgehen lernen kannst, Produktivität, Biohacking und, dann schau gern auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Dort wirst du viele Informationen zu dem Thema finden, aber schau auch gern in die Podcast-Folgen oder auf meinen YouTube-Channel. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem tollen Interview mit Lydia von Zauberhaut. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich sitze heute zusammen mit Lydia von Zauberhaut. Grüß dich, Lydia. Hallo. Wir haben ja heute das Thema Hautprobleme, was ja aus deinem Namen Zauberhaut vielleicht hervorgeht. Botschafter von vererbten Traumata und deinem Unterbewusstsein. Mhm. Und bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, könntest du dich nochmal etwas detaillierter, als ich es im Intro getan habe, etwas vorstellen. Wie kommst du zu dem Titel Zauberhaut? Gab es Schlüsselmomente, die dich zu dem machen, was du heute tust? Ja, also definitiv. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Ich habe selbst 22 Jahre ganz starke Neurodermitis gehabt, also quasi von Geburt an bis in meine Jugendzeit oder in meine 20er. Jetzt ist das schon ein paar Jahre her, das ist mich sehr schwer getroffen hat und ich habe meinen Weg gefunden, dass ich eben gute Haut habe. Sie ist trotzdem noch sensibel und sie ist das Organ, was mir am schnellsten zeigt, wann, ja, wenn irgendwas nicht gut läuft sozusagen, wo ich hinschauen muss. Das habe ich zu deuten gelernt in den letzten fast 30 Jahren. So. Und mich hat jetzt vor ein paar Jahren diese ganze Podcast-Welt irgendwie angezogen durch eine Freundin, mit der bin ich da reingerutscht, sage ich jetzt mal, dass ich verstanden habe, dass ich Menschen helfen kann mit meiner Geschichte. Das war mir so vor ein paar Jahren nicht klar. Also ich habe auch was ganz anderes gelernt als das, was ich heute mache. Ursprünglich bin ich nämlich eigentlich Maskenbildnerin, was auch ganz lustig ist, weil ich mit 16, 17 Jahren gesagt bekommen habe, von gewissen autoritären Personen, dass ich das gesundheitlich gar nicht machen darf, zum Beispiel. Aber ich bin anscheinend immer so ein bisschen rebellisch unterwegs gewesen und habe gesagt, naja, jetzt erst recht und habe den Beruf dann ausgeübt. Naja, auf jeden Fall kam es jetzt vor ein paar Jahren dazu, dass ich gemerkt habe, oh,
Menschen wollen irgendwie gerne, dass ich denen helfe. Dann habe ich bestimmte Ausbildungen noch gemacht und bin durch meine Geschichte einfach selber drauf gekommen. Ernährung und die ganze Körperebene ist in Sachen Haut natürlich ein wesentlicher Punkt, auf den man gucken sollte. Aber man darf die emotionale Ebene absolut nicht unterschätzen. Und viele verrennen sich auch darin, dass sie alles perfekt vielleicht sogar machen, ernährungstechnisch und körpertechnisch, und trotzdem immer noch Hautprobleme haben und dann die große Frage im Raum steht, was mache ich falsch? Und dann kommt dieser Negativstrudel, ach, ich mache das immer alles nicht gut genug und so weiter. Ja, und jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, habe ich den Zauberhaut-Podcast. Ich war der erste Hautpodcast, den es in Deutschland gab. Jetzt mittlerweile gibt es schon den einen oder anderen mehr. Und habe sozusagen gerade dieses Thema Unterbewusstsein und Emotionen in den Fokus gestellt, um da aufzuklären, was diese Ebene doch für eine Bedeutung hat. So, habe ich das gut zusammengefasst? Ich denke doch. Falls okay. Jemand da mehr, ich sag mal, Lebensweg haben möchte, findet man das ja auch auf deiner Homepage. Ja, natürlich. Was hast du denn, bevor wir auf das Thema Traumata, Unterbewusstsein, Emotionen, wie du gerade sagst, zu sprechen kommen, was hast du denn bisher oder damals alles ausprobiert, um der Neurodermitis auf den Grund zu gehen, oder was ja vielleicht den einen oder anderen Betroffenen jetzt quasi aus dem Podcast, der zuhört oder zuschaut, sagt, ja, ich bin noch gar nicht so weit, jetzt mal an Traumata zu denken. Ich wasche mir gerade mit einer basischen Seife XY oder hast nicht gesehen, meine Haut. Was hast du alles getestet und was waren so deine ersten Erfahrungen? Mhm. Ja gut, also ich glaube, ich bin den total typischen Weg gegangen, der normalen medizinischen Hilfe auch irgendwo, ja, Cremes, aber auch Kuren und Kaltlichttherapie, also alles, was auch so Professoren der Dermatologie und so weiter. Also ich war auch bei großen, hohen Tieren sozusagen. Also meine Eltern haben mich überall hingeschickt irgendwie, weil es war wirklich ich war ein schlimmer Fall, kann man so sagen. Ja, ich sah teilweise aus, als wäre ich in einen Brand geraten. Ich hatte wie so Brand, also die Haut sah aus, als hätte ich Verbrennungen und alles sowas. Also es war nicht so lustig. Und irgendwie war das dann, glaube ich, so mit 12, 13 war ich da in dem Dreh. Da hat meine Mama vor allem dann irgendwann gesagt, ja, so kann es ja nicht weitergehen. Wir müssen jetzt mal in eine andere Richtung gucken, wenn die körperliche Ebene nicht ausreicht. Die waren halt für alles offen. Und dann bin ich eigentlich das erste Mal bei einem Coach gewesen mit 12. Ich wusste nicht, dass es ein Coach ist. Ich dachte auch, keine Ahnung, sei ein Mensch, der mit mir redet, und wir haben Meditation gemacht. Ich wusste das damals als Kind nicht, und umso interessanter, dass ich sozusagen jetzt vor ein paar Jahren auf diese Welt gestoßen bin, diese Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich als Kind alles schon gemacht. Ich wusste nicht, dass das einen Begriff hat. Ne? Naja, auf jeden Fall hat mir der Coach, oder das war eine Frau, das erste Mal mit an die Hand gegeben, dass ich einen Einfluss auf meinen Körper habe, mit meinen Gedanken. Und das hat eigentlich, das war ein Schlüsselmoment, weil du ja vorhin danach gefragt hast, das war das erste Mal, dass ich motiviert nach einem Termin, nach einem Gesundheitstermin sozusagen nach Hause kam und gesagt habe, ich schaffe das jetzt, ich habe da was in der Hand endlich. Also ich habe eher die Macht darin gesehen als, oh Gott, diese große Verantwortung, die da ja auch mit drin steckt. Ich habe eher das als gut gefunden. Und das hat dann aber auch noch viele Jahre gedauert. Also ich habe dann Darmaufbau und Leber und was weiß ich. Ich habe immer Körper, Geist und Seele, immer irgendwas dran gearbeitet. Auf der seelischen, geistigen Ebene, damit meine ich so den Verstand, also Mindset. Wie denke ich über mich? Darf ich überhaupt gesund sein und so weiter? Was hängt da alles mit drin? Und auf der seelischen Ebene meine ich auch sowas wie, ja, was belastet mich? Was hat mich als Kind belastet? Wo möchte meine Seele gerne hin im Leben? Also im Sinne von Berufung und so weiter und so fort. Vielleicht auch Ahnen, ja, wie hängen alle Familienverhältnisse so miteinander zusammen? Und ich habe alles Mögliche probiert und bin mittlerweile an dem Punkt dann irgendwann gekommen. So mit 22 Jahren hatte ich noch ein Schlüsselerlebnis, was mich dann dazu geführt hat, was ich heute mache tatsächlich. Weil die Ernährung und die Körperebene war mein erster Schritt, mich mit mir zu beschäftigen, mich über aus meiner Gewohnheit rauszugehen und so weiter, aus der Komfortzone. Aber, und so, die Menschen, die zu mir kommen, sind genau an demselben Punkt, es hat nicht gereicht. Ich dachte, ich kam immer an eine Grenze und dachte, ja gut, jetzt mache ich doch schon alles. So, und genau die Menschen kommen dann auch zu mir, die sagen, also ich bin gefühlt ein halber Ernährungsberater geworden in den letzten 10 Jahren, aber es geht trotzdem noch nicht. Ja. Sehr häufig ist ja dann auch das Thema Umsetzung, gerade wenn der Körper, ohne jetzt auf Ernährung, Verdauung, Entgiftung und Co. näher drauf einzugehen ist, wenn du entsprechende Mängel
hast, das kann aber auch Mangel an Liebe sein, Mangel an Selbstbewusstsein und Co., dann kann das in der Pathologie enden, also Krankheit. Und eine Autoimmunerkrankung oder eine Neurodermitis, Psoriasis und Co., dein Körper spricht ja mit dir. Er sucht sich quasi ein Sprachrohr und sagt, hey, guck mal dahin, was ist denn da? Du sagst das. Und du hast da quasi über Ernährung quasi dieses, ich nenne es mal Rationale, das, was wir verstehen können. Richtig, ja. Verändert. Da gab es vielleicht Veränderungen, sagst, hey, ja, jetzt habe ich es gefunden und dann kam ein Schub und dann, och nö. Genau. Wie bist du denn dann quasi auf das Unterbewusstsein gekommen? Weil du hast ja schon gesagt, Dinge, die einen vielleicht beeinflussen. Ja, also es fing dann wirklich mit 12 Jahren schon an, dass ich diese, es war eigentlich eine Heilpraktikerin, sage ich jetzt mal, die so Coaching-Arbeit gemacht hat, auch Familienaufstellung, die hat alles Mögliche mit mir gemacht. Und dadurch bin ich dann auch zu der Unterbewusstseinsarbeit gekommen. Meine Eltern haben auch, also vor allem meine Mama hat ganz viel mit mir aufgearbeitet, also auch sie ist dann sozusagen auf die Idee gekommen, es hat was vielleicht mit ihr zu tun in dem Sinne. Also jetzt nicht, dass sie schuld ist, das sowieso kann man sowieso mal direkt streichen, niemand hat an irgendwas Schuld. Aber das hat mir sehr geholfen, dass meine Mama und mein Bruder und meine ganze Familie, alle haben irgendwie so angefangen, an sich zu arbeiten, mit einem Coach eigentlich, ja. Und dann kam das so, dass Meditation in mein Leben kam, recht früh, so mit 13, 14, 15 Jahren, einfach weil man dann von eins ins nächste gekommen ist. Dann bin ich zu einer Reiki-Meisterin gekommen, die mir aus einem, also einem extrem schlimmen Schub geholfen hat, dass ich überhaupt mich wieder bewegen konnte. Ich war kaum lebensfähig eigentlich. Und das hat eins zum anderen, ne? Da kam so eins zum nächsten, dann war ich offen sozusagen für Energie und habe mir so gedacht, ach krass, Energieübertragung ist gerade, es funktioniert ja auch zwischen uns jetzt. Ich meine, wir übertragen hier auch, du gibst mir irgendwie einen Teil von deiner Energie, ich von, ne? Also wir sind irgendwie alle, das ist alles Energie. Und dann habe ich selber Reiki gelernt ganz früh, bin ja jetzt auch schon 10 Jahre, glaube ich, Reiki-Meisterin. Und auf jeden Fall kam es dann tatsächlich, das ist so der Schlüsselmoment, den ich vielleicht hier auch gerne erzählen möchte, weil der hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr stark ans Unterbewusstsein angefangen habe zu glauben auch oder den riesen Mehrwert darin gesehen habe. Das war so mit 22 oder so, da bin ich von zu Hause ausgezogen. Das heißt, das erste Mal von zu Hause weg. So eine eigene Wohnung, andere Stadt und so weiter. Und da ging es mir erstmal gut mit, aber nach 2 Monaten fing es auf einmal an, dass ich Angstattacken bekommen habe oder so Panikattacken. Und meine Haut wurde ganz schlimm. Und ich habe das nicht gekannt. Also ich wusste auch nicht so richtig, dass es eine Panikattacke ist. Das wusste ich dann erst im Nachgang. So, ich hatte immer Angst, dass ich ersticke. So einfach aus heiterem Himmel, ohne Grund sozusagen. Und dann bin ich bei einer Kinesiologin gewesen, die erstmal auf körperlicher, muskulärer Ebene geguckt hat, liegt irgendwas vor, ist Wirbel verschoben, was weiß ich. Ne? Also Kinesiologen sind für mich auch Meister irgendwie, muss ich sagen. Und auf jeden Fall hat sie dann aber gesagt, Lydia, es liegt muskulär nichts vor, organisch nicht, ist alles top, top. Das ist was Seelisches. Sie konnte sogar an irgendeinem Punkt an meine Hand drücken und es wurde ausgelöst, diese, so als wenn ich hyperventiliere, diese Angst, die konnte sie einfach hier wie zu drücken. Und ich die hat dann gesagt, ja, du musst unbedingt eine Rückführung machen. Da ist irgendwas passiert, es wurde was ausgelöst durch den Auszug oder so. Und dann war ich bei einer Rückführung bei einer Frau, die sie mir halt empfohlen hat. Und die hat tatsächlich, weil ich ja auch sehr offen schon dafür war, sie ist wahrscheinlich super schnell auch geschafft, mich eigentlich zu meiner Geburt zurückgeführt. Ich habe quasi meine Geburt nochmal erlebt und es war nicht schön, weil ich bin bei einer Geburt halt eben fast erstickt. Und das haben meine Eltern mir nie erzählt. Mein Papa ist auch eigentlich der Einzige gewesen, der das so richtig mitbekommen hat, weil es ging wohl ganz schnell. War wahrscheinlich 2 Sekunden oder so, ne? Aber für mich als Baby ganz schlimm. Und das habe ich erlebt und in einer gewissen Methode, die sie dann angewendet hat, quasi, ja, logischerweise für mich selber war ich dann da und es hat dann quasi durch diese Session ist es so geheilt, sage ich jetzt mal. Also ich konnte mir quasi selber helfen. Und nach der Session bin ich natürlich zuerst zu meinen Eltern gegangen, war völlig aufgelöst. Es war auch eine anstrengende Session, muss ich sagen. Es war wirklich, als wäre ich halt fast gestorben. Also so hat es sich körperlich angefühlt, obwohl ja kein Grund vorlag. Und dann haben mein Papa sozusagen das Gesicht fast entglitten, hat gesagt, was? Also wie kannst du das? Und ich konnte manche Sätze sogar sagen, was so um mich herum passiert ist. Und ja, er hat dann halt eben bestätigt, ja, das war so. Ich wollte es niemandem
Also ich wollte darüber nicht viel reden, es war für ihn auch ganz emotional. Und für mich war es halt, klar, mein Papa wollte mich schützen, der hat es mir nicht gesagt, aber mein Unterbewusstsein und mein Körper haben sich das gemerkt. Und durch den Auszug quasi nach einer anderen Stadt ist wie so ein Trigger gewesen für meinen Körper. Abnabelung, weg von Eltern, weg von Mama. Ach, ich muss wieder ersticken sozusagen. Also das war wirklich noch eingespeichert. Und das war so ein abgefahrenes Erlebnis. Da habe ich danach erstmal gedacht, also die Frau damals, weiß ich noch genau, die hat gesagt, du machst wahrscheinlich irgendwann mal auch sowas in die Richtung. Du bist da total offen für, du kannst das, du hast so ein Gespür dafür. Ich so, nee, ich will nie wieder irgendwas in die Richtung machen. Das war für mich erstmal so, ich will auch nie was mit Haut machen. Ich möchte, wenn es vorbei ist, einfach nie wieder was damit zu tun haben. Ja gut, heute mache ich genau das, was sie gesagt hat. Aber ja, das war halt das krasseste Erlebnis, weil ich, ja, meine Haut wurde besser. Ich hatte nie wieder Panikattacken, keine Angstattacken mehr. Es war einfach weg. Und das gebe ich heute halt weiter. Das mache ich genauso auch, weil ich weiß, wie so eine Schlüsselmomente in uns festsitzen können. Du hast ja jetzt quasi deine Geburt angesprochen. Das ist für den einen oder anderen vielleicht, was, da soll ich mich dran erinnern. Manche können sich vielleicht nicht mal an ihre Einschulung erinnern. Ja, klar. Ich kann mich so auch nicht an meine Geburt erinnern, ne? Wäre aber auch interessant, ne? Wenn du, manchmal hat man da so vielleicht Bilder. Also ich habe von ähnlichen Sachen schon mal geträumt, wo ich dann echt rational darüber nachgedacht habe, was könnte das jetzt gewesen sein? Klar, man spinnt sich dann vielleicht die eine oder andere Geschichte zusammen, aber wo könnte denn so ein Trauma, sei es jetzt die Geburt oder vielleicht was anderes in der frühkindlichen Geschichte, wo wird das abgespeichert? Hast du dich damit schon mal beschäftigt und wenn ja, wo? Oh Gott, also ich glaube, das ist wirklich so ein neurologisches Thema. Ich bin erst dabei, das sozusagen auch noch mal selber zu recherchieren, ob das mit dem limbischen System zusammenhängt. Aber was ich aus meiner Praxiserfahrung sagen kann, ist, dass sich traumatische Erlebnisse, Gefühle vor allem, also darüber kann ich viel sprechen, also Emotionen, tatsächlich im Körper, in Organen festsetzen können. Die merken wir dann als Blockade, zum Beispiel Druck im Hals und Kloß im Hals oder Druck auf der Brust oder das Kratzen auf der Haut. Und da quasi... Das kann man sich ja echt ziemlich logisch eigentlich auch, das ist eigentlich, finde ich, wirklich was Logisches, wenn man jetzt ein Gefühl hat, sei es jetzt zum Beispiel Wut oder Trauer und man schluckt das runter, ist das eine Energie, die im Körper eigentlich raus will, die du in deinem Körper wieder runtergedrückt hast. Und dann kann man quasi von Symptom zu Symptom tatsächlich eine Botschaft dahinter erkennen, was zum Beispiel hinter einem Darmproblem liegen kann, hinter einem Hautproblem und so weiter und so fort. Man sollte die körperliche Ebene natürlich nie jetzt völlig vergessen, aber darüber reden wir ja heute nicht, aber einfach nur, es sind immer mehrere Säulen sozusagen, aber gerade bei Hautthemen, und ich arbeite jetzt seit 3 Jahren mit Menschen zusammen, die verschiedenste Hautprobleme haben, ist es sehr interessant, dass es tatsächlich mit den Botschaften eigentlich immer übereinstimmt und dass es uns immer eine Richtlinie gibt, wo wir im Unterbewusstsein hingucken können. Das ist wie so ein, für mich wie eine Karte, die ich lesen kann. Ich frage, wann sind die Symptome aufgetreten, wo, an welchem Körperteil vielleicht auch, was ist in deinem Leben in der Zeit passiert? Und dann gibt mir das so ganz viele Hinweise, wo wir im Unterbewusstsein arbeiten können und ansetzen können. So nutze ich das sozusagen. Und bei der Session an sich merken die Menschen richtig, da ist ja so ein Gefühl, das habe ich, ja, das kenne ich, aber das ist ja richtig, als wenn ich es greifen kann, so krass, merken die das teilweise. Und dann können sie es endlich auch mal transformieren oder rauslassen. Und dann ist es halt auch mal weg. Nicht nur oberflächlich, als Ventil, wenn man zum Beispiel jetzt einen traurigen Film guckt. Ist ein Ventil für uns zu weinen, aber das ist nur oberflächlich. Wir weinen da sozusagen nur oberflächlich die Traurigkeit weg, die wir in uns haben. Aber wenn wir wirklich mit dem inneren Kind und dem Unterbewusstsein arbeiten, können wir diese alte Traurigkeit wirklich mal rauslassen und dann ist aber auch gut. Das ist das Spannende. Das, was du da beschreibst, ist ja die Psychosomatik. Also die Psyche, genau, zeigt uns über den Körper. Rüdiger Dahlke hat ja dazu gute Bücher geschrieben und hast du da aus der Erfahrung, weil du hast ja in meinen Augen ein bisschen erklärt, wenn jetzt zum Beispiel eine Neurodermitis, was sind so die psychischen Geschichten? Du hast jetzt einmal Traurigkeit angesprochen. Ist eine Neurodermitis ein Anzeichen, dass ich vielleicht traurig bin oder was sind so die... Ja, also Traurigkeit, also ich würde generell sagen, ein Riesenthema bei ganz vielen Menschen ist Angst und Traurigkeit. Aber bei Neurodermitis speziell ist es tatsächlich... eher das Thema, nicht gut genug zu sein. Und einen großen
Hang, sage ich jetzt mal, nach Geborgenheit zu haben. Also man sehnt sich total tief und so nach einer, ist so übergeordnet, dieses Thema Geborgenheit und Harmonie, so ein bisschen zu doll vielleicht auch, kann man fast schon sagen, so ein bisschen unnotwendig, so, weil eigentlich ist alles gut. Und meistens tritt ja Neurodermitis auch schon wirklich kurz nach der Geburt auf. Es fängt schon sehr, sehr früh an. Man kann schon fast sagen, es ist so ein Kleinkind-Verhalten dann auch, was man im Erwachsenenalter teilweise wieder hervorruft, sowas wie Aufmerksamkeit, dass man das braucht oder sowas. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Neurodermitis ist der wahr gewordene Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und dann gibt es aber auch noch natürlich so ein bisschen Unterschiede, wo tritt es an deinem Körper auch auf und natürlich auch in welcher Lebenszeit. Es ist aber super komplex, man darf nicht vergessen, Neurodermitiker sind meistens sensible Menschen, also hochsensibel teilweise auch, dass einfach viele Reize von außen viel zu sehr auf einen einprasseln und die Grenze nicht gesetzt werden kann. Also Grenze ist ein großes Thema, dass man Nein sagen lernen muss, dass man sich selber auch mal mehr wert sozusagen, als das im Außen sehen sollte. Also Neurodermitiker tendieren eher dazu, für alle anderen alles gut machen zu wollen, Harmonie überall und bei sich selber dann eher zurückzustecken. Und Wut tatsächlich, wutentzündliche Emotionen, Wut, Ärger, sowas alles können auch sozusagen unter der Hautoberfläche brodeln, dass man vielleicht sich gar nicht traut, wütend zu sein oder das gar nicht darf, weil die Eltern immer so nett waren und sich gekümmert haben. Es sind auf jeden Fall Emotionen, die dich reizen. Das kann man sagen. Also der erste Impuls war für mich quasi ein stressverstärkende Gedanken. Ich muss beliebt sein. Das wäre vielleicht aus meinen Augen mal ein Ansatz zu schauen, neben den Glaubenssätzen, gibt es denn da stressverstärkende Gedanken, die ich mir ständig wieder erzähle, neben Perfektionismus und ich schaffe alles alleine und ähnliches. Das andere ist zum Beispiel mit der Wut, dass manche kriegen dann Leberprobleme oder zornig. Ich hatte das vor einigen Jahren, da hatte ich immer so die, also darauf hat mich meine Freundin dann aufmerksam gemacht, wie cholerische Anfälle. Also Wutausbrüche, ohne irgendeinen Hintergrund. Ich habe irgendeinen Möbelstück gebaut oder gerade gebastelt oder irgendwas anderes und habe dann gesagt, oh, alles Kacke. Sie hat, hat mich dann reflektiert. Genau, ausgeflippt. Und dann sagt, worauf bist du eigentlich wütend? Und ich kam dann genau aus der anderen Seite. Ich hatte bisher nie irgendeine Erkrankung oder ähnliches. Mein Ziel ist, 120 zu werden und so fit wie möglich. Geistig wie auch physisch. Und auch hohe Ansprüche. Nein, überhaupt nicht. Und da habe ich dann überlegt, okay, ich habe jetzt eigentlich andersrum keinen Bock auf ein Leberproblem, weil ich mir Wut unterdrücke. Und dann habe ich mich auf die Reise begeben und gesagt, auf wen oder was bin ich eigentlich wütend? Und habe da meine Antworten gefunden, was es nicht einfacher gemacht hat. Und ähnlich ist ja bei dir, was du gerade beschrieben hast. Ne? Es brodelt unter der Haut. Es ist wie so ein Vulkan, wo die Haut oder die Erdkruste schon rissig ist und irgendwann reißt das Ganze auf. Das ist jetzt sehr bildlich gesprochen. Dass man vielleicht überlegt, gibt es etwas, was aus mich raus möchte? Gibt es etwas Unausgesprochenes? Ja, und dann kommt ja der Juckreiz, das Kratzen noch dazu, dass man quasi aggressiv gegenüber sich selber irgendwo wird. Also man lässt den Stress auch noch an sich aus. Mhm. Also es ist so wie so eine Aggressivität sich selber auch irgendwo gegenüber. Es ist, dreht sich, wie gesagt, letztendlich kommt man dann zu dem Schluss dieses, ach ja, ich bin nicht gut genug. Ich habe was falsch gemacht. Ja, stimmt, das liegt an mir. Also es ist immer irgendwie so da in die Richtung. Bei Akne zum Beispiel ist es ganz häufig der Fall, dass es in die Richtung geht, Bedürfnisse zu unterdrücken. Da darf man wirklich ganz doll hingucken, was unterdrückst du an Bedürfnissen? Was möchtest du gerne ausdrücken eigentlich? Mhm. Ja, und auch ganz häufig kriege ich das, also zu mir kommen nicht nur Menschen mit Neurodermitis, auch mit Akne, Schuppenflechte. Da sind auch Menschen dabei, die haben gar keine Hautprobleme. Ja, die fühlen sich vielleicht auch einfach nicht wohl in ihrer Haut. Aber bei Akne ist es auch interessant. Taucht ja normalerweise in der Pubertät auf. Hat auch natürlich hormonelle Gründe, aber auf der psychosomatischen Ebene auch dieses sich ausleben. Man will irgendwie diese Sexualität erleben, schämt sich aber vielleicht auch noch im gewissen Maße für seinen Körper oder sowas. Also es ist ja eine große Phase der Konflikte in uns. Und wenn dann Frauen zum Beispiel die Pille nehmen, unterdrücken die eigentlich einen ganz wichtigen Prozess im Leben. Das Pille-Thema ist sowieso riesig. Ja, das ist wie, als wenn man einen Deckel drauf macht.
Und manche haben dann wie so eine späte Pubertät, wenn sie die Pille dann wieder absetzen. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein anderes Thema. Dabei bei Akne ist es auch manchmal so, dass Menschen nicht so richtig zum Beispiel erwachsen werden wollen, wenn die das ganz lange noch haben oder so das Gefühl haben, sie dürfen nicht oder so. Es gibt ganz spannende Geschichten, die ich da schon erlebt habe auch. Ja, und Schuppenflechte ist auch nochmal so ein bisschen was anderes. Da geht es eher um Sicherheit. Also die fühlen sich vielleicht eher so ein bisschen unsicher. Deswegen ist Schuppenflechte zum Beispiel auch mehr am Ellbogen und eher so am Äußeren, so wo man wirklich so ein bisschen abwehren kann quasi. Bei Neurodermitis ist es ja eher die Armbeuge, also dieses Umarmen mich, liebe mich, ich will gekrabbelt werden, ich möchte Liebe haben. Und das ist super spannend. Also Haut ist sowieso ganz vielseitig, Kopfhaut, alles Mögliche hat so seine eigene Bedeutung auch noch. Jetzt ploppen mir ganz viele Fragen gerade im Kopf. Ja, los. Ich versuche die jetzt mal zu sortieren. Meine erste Frage war, du hattest, das ist ein paar Minuten zurückgesagt, wenn das an unterschiedlichen Stellen der Haut auftritt. Mhm. Du hast gerade die Kopfhaut erwähnt, du hast die Ellbogen erwähnt. Das fällt mir auch manchmal, wenn man an der Kasse steht oder Klienten hat und sagt, hey, also manchmal screene ich die dann auch vom ganzen Körper und sage, hey, was ist denn das für eine Auffälligkeit? Ja, das habe ich halt in einer Woche oder... Kannst du da kurz ein paar Einblicke geben? Was ist, wenn es die oberen Extremitäten betrifft, also die Arme? Also, das ist tatsächlich so, man kann ja jeder Mensch ist sehr komplex. Deswegen darf man auch immer gucken, wie du ja eben schon gesagt hast, wann ist es aufgetreten? Die rechte Körperhälfte ist ein bisschen noch eine andere, hat eine andere Bedeutung als die linke Körperhälfte. Da kann man ja schon vielleicht mal kurz anfangen. Also der rechte Arm vielleicht auch, ist ja bei vielen der aktivere Arm, also die aktive Seite, die männlichere Seite, also männliche Energie kann man jetzt mal kurz sagen, ist die aktivere, die zielstrebige, die vielleicht auch logischere Seite, einfach von der Energie her gesehen. Die linke Seite ist eher die passivere, weibliche Seite, energetisch gesehen auch die hingebende, also ich vertraue. Alle so, okay, let's go, mach einfach so. Und die männliche ist eher so, die gibt den Rahmen, worin sich die weibliche Energie zurücklehnen kann und Weiblichkeit versprühen darf. Vielleicht auch neben dem Rahmen, die männliche Seite gibt vielleicht Sicherheit, was wir vielleicht auch von Vätern erwarten. Okay, du gibst einen Rahmen, dem kann mich jetzt die weibliche Energie komplett entfalten. Aber sie ist trotzdem in Sicherheit. Ja, und wir tragen die beide in uns. Und zum Beispiel bei mir ist es bis heute noch so, dass meine rechte Seite, wenn irgendwas ist, mehr betroffen ist, weil ich sehr zielstrebig immer bin und war und immer sehr viel gemacht habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss es in die Hand nehmen sozusagen und machen. Ich habe schon mit 12 Jahren, habe ich ja zu meinen Eltern gesagt, ich mache das jetzt. Ihr müsst nichts mehr machen, ich kümmere mich drum. Weil ich wollte niemanden zur Last fallen. Bin ich ja sowieso schon jahrelang. Habe ja immer allen Sorgen gemacht. Das steckt in mir drin, das steckt bis heute noch ein bisschen drin. Ne? Man darf ja sich auch immer mehr kennenlernen und vielleicht auch mal mit Humor die Sachen sehen und sagen, ach Mensch, Julia, da ist es wieder. So, das kenne ich ja schon. Aber genau, da ist vielleicht so, die Hände sind einfach auch, oder die Hände zum Beispiel, stehen fürs Geben und Nehmen im Leben. Die Kopfhaut, habe ich ja vorhin gesagt, logisch, ne? Kopfhaut hat viel mit dem Verstand zu tun. Einfach, das ist ganz, ganz viel, wenn du dich selber überforderst, sehr viel konzentriert arbeitest. Das ist auch so eine Haltung, ne? Wenn du am Tisch sitzt, die Hand am Kopf hast und vielleicht so rumkribbelst an der Kopfhaut, da muss ja nicht mal was sein. Das ist so ein Stressmoment, der da vielleicht abgeleitet wird, Stress, den man so ableitet. Das klingt so ein bisschen wie, als ob dir oben das Gehirn glüht quasi. Ich drifte gerade hier in die bildhafte Sprache ab. Voll gut. Es glüht gerade und es verkokelt dir deine Kopfhaut. Ja, sowas. Und was dann auch wieder mit reinspielt, ist sowieso, glaube ich, für so viele Menschen wichtig, sich mehr zu erden. Weg aus dem Kopf. Wir brauchen beides. Wir brauchen unseren Verstand. Der ist ja was Gutes. Aber wenn wir immer nur 99% im Alltag immer nur konzentriert, Verstand, logisch, das ist ein Zeichen dafür, dass du nicht vertraust, weil du nur Kontrolle irgendwie haben musst. Das heißt, es braucht immer beides. Erdung, Wurzelchakra nach unten, also so, dass du dich wieder mal auch auf den Flow irgendwie einlässt, so einen Rhythmus im Leben und nicht alles zerdenkst. Aber das ist super spannend. Da gibt es ganz, ganz viele
ja, Felder, an die man auch so gucken darf. Deswegen, was ich immer versuche, auch den Leuten im Podcast jetzt in über 70 Folgen schon zu erzählen. Da sagen mir manche, oh Gott, ja, ich höre das jetzt durch und durch. Ich höre da eins nach dem anderen, ich höre dich jeden Tag. Das wird dann auch zu viel. Ich sage immer, schaltet mal einen Gang runter. Ich habe das in den letzten 18 Jahren alles gemacht, gelernt, erlebt, trainiert. Also, calm down, Wurzel, geh mal auf eine Wiese und umarm den Baum nebenan, keine Ahnung. Aber man muss sich viel, viel mehr erden, sonst schwebt man nur noch in seinem das und das muss ich noch machen. Ja. Du hast ja gerade das Wurzelchakra erwähnt. Wurzelchakra steht ja auch, sitzt ja quasi am Ende der Wirbelsäule. Wenn man es sich jetzt bildlich mag, kann man auch im Internet mal seines Vertrauens in der Suchmaschine eingeben. Internet seines Vertrauens, geil. Und Wurzelchakra ist ja auch viel mit Sexualität. Und da sind wir aber auch mit Ängsten wieder verbunden, mit Sicherheit. Ich habe mit einigen Tantra-Experten mal gesprochen, was eigentlich Sexualität bedeutet, sich öffnen dem Partner. Und das bekommen wir auch von der Gesellschaft komplett. Also ich habe mit Madeleine Möll auch darüber gesprochen. Sie hat das Buch Bewusste Welt ohne Geld geschrieben. Hm. Da haben wir auch über Chakren gesprochen. Sie ist auch übrigens Reiki Grandmaster. Meister, genau. Und das ist viele Bedürfnisse eventuell nicht befriedigt, nicht ausgelebt werden können, entweder gesellschaftlich oder elterlich oder selbst Grenzen aufgestellt. Wie schaffst du es denn, diese Grenzen jetzt mal ruhig ganz rabiat gesagt einzureißen? Welche Grenzen meinst du? Das zum Beispiel das Bedürfnis. Also wie bist du deinen eigenen Bedürfnissen auf den Grund gegangen? Weil manche kennen diese Werte, das ist ja das Rationale, Ordnung, Sauberkeit, also das, was mir wichtig ist, was ich innerhalb von 5 Minuten mit ein paar Tabellen rauskriege, aber was sind Grundbedürfnisse? Wie bist du denen näher gekommen? Oh ja, das ist eine sehr spannende Frage, denn ich wusste ganz lange nicht mal wirklich, was ich will. Das klingt jetzt erstmal ganz einfach, aber ich wusste wirklich nicht, was ich für ein Mensch bin, weil meine Grenzen waren sehr durchlässig. Ich war schon immer ein sehr super sensibel, empathischer Mensch und wusste überhaupt nicht damit umzugehen. Das heißt, wenn ich manchmal vor einem Menschen saß, der mit mir geredet hat, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, mir ging es vielleicht nicht gut oder sowas. Und ich wusste manchmal nicht, ist das meins oder ist das seins? Und das hat sich mein Leben lang durchgezogen sozusagen. Ich musste erst mal lernen, eine Grenze zu setzen zwischen mir und der Umwelt. Und das ist ein richtig spannendes Thema, was ich auch ganz schwer finde zu erklären, wie man das schafft. Ich glaube, das fängt an, sich überhaupt erstmal die Frage zu stellen, was tue ich für mich und was tue ich für andere vielleicht auch. Dass man sich erstmal nach und nach fragt, was will ich im Leben? Aber ganz ehrlich, das ist sowieso eine Frage, die eigentlich das ganze Leben, glaube ich, uns begleiten wird. Wer bin ich? Und ich denke, das ist so ein Prozess. Und meine eigenen Bedürfnisse. Wie gesagt, also wenn ich zurückgucke, habe ich tatsächlich auch in der Schulzeit häufig ja, ich hatte nie Feinde, ich hatte immer Freunde, ich kam mit jedem klar, weil ich konnte mich auch super anpassen. Und ich habe aber auch das Kommentar ein, zweimal bekommen, ja, Lydia, die hat ja gar keine eigene Meinung. So, das hat mich natürlich mega getroffen damals. Aber ich war halt auch immer so ein Mensch, ich konnte halt alles verstehen. Ich konnte jede Meinung irgendwie nachvollziehen. Kann ich bis heute übrigens. Und mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, dass ich Nein sagen kann. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für jeden, der seine eigenen Bedürfnisse unterdrückt, dass man lernt, vielleicht auch ein bisschen am Anfang zu viel, vielleicht gerne auch immer Nein sagen, erstmal am Anfang, dass man erstmal immer sagt, nein, das möchte ich erstmal noch nicht. Gib mir mal kurz Zeit, um darüber nachzudenken, dass man nicht immer zu allem und jedem sagt, ja, 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 mache ich, ja, klar, können wir machen. Dazu habe ich immer tendiert. Ich wollte immer das irgendwie allen recht machen. Das kannst du nicht. Und dann ist das auf jeden Fall ein Prozess. Ja, ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen erklären. Dieses Nein finde ich spannend, weil gerade in der heutigen Zeit bilden sich so ein bisschen Lager, nur die Ja-Sager, bloß niemanden enttäuschen und die Nein-Sager. Aber selbstbestimmt seine Meinung, da gibt es ja diesen Film mit Jim Carrey, der Ja-Sager, der ständig Ja sagen muss. Und dann merkt, wie geil ist das eigentlich, wenn ich Ja sagen kann, weil ich dann wirklich einen Impuls rausbekomme und selbstbestimmt quasi die Antwort geben und nicht von außen sagen, hey, meine Haut ist jetzt durchlässig, wie du sagst, bevor da irgendwas passiert, sage ich, ja, du hast recht.
und sich aber die Kraft zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe in dem Fall eine Meinung und ich darf die kundtun. Das kommt ja auch gegebenenfalls vielleicht von Glaubenssätzen und Co. Das sagt man nicht. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal als Kind gehört. Ja, ja. Okay. Darüber spricht man nicht. Und dann manifestiert sich das. Ah, okay, über dieses Thema darf ich nicht sprechen. Voll. Dann wird das über Jahre hinweg über Symptomatik kaschiert. Ich glaube, was mir jetzt eben dadurch, dass du das nochmal so sagst, einfiel, was der wichtigste Schlüssel für mich ist, immer noch, dass ich mich immer entscheiden kann. Also ich weiß halt einfach, wie sehr mich mein Leben geprägt hat. Meine engsten Verwandten, meine Familie, meine Eltern, meine ganzen Erfahrungen haben mich geprägt, haben mich zu jemandem gemacht, der ich heute bin. Aber ich habe trotzdem immer noch die Entscheidung selber, möchte ich das so oder nicht? Das heißt, wenn ich heute denke, Gott, das macht mir aber Angst jetzt mit der Situation hier irgendwie mit Wirtschaftskrise, bla 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 oder irgendwas, was auch immer, kannst du ja Nachrichten anmachen, kriegst ja sofort Angst. Will ich dem glauben oder nicht? Diese Frage stelle ich mir eigentlich am Tag mehrfach und ich entscheide mich immer dafür, was mir halt gut tut. Und Angst tut nie gut. Also ich entscheide mich nie für die Angst. Ich entscheide mich immer. Also ich weiß, dass ich empfindlich reagiere auf gewisse Dinge, aber je öfter ich mich dagegen entscheide, dem zu glauben, geht es mir immer besser. Also ich werde immer sicherer von Jahr zu Jahr. Das war vor 10 Jahren sicher anders. Wenn Grundschüler, also aus meiner Grundschule Mitschüler oder so, wenn du die fragen würdest, was macht Lydia heute, würden die sicher nicht sagen, die macht einen Podcast und redet über ihre eigene Meinung. Weil ich war eher still, zurückhaltend, schüchtern, habe alle eher so aus der Ferne so und war lustig drauf, aber halt nicht jetzt im Mittelpunkt oder so. Ne? Also es ist schon eine Entscheidung, glaube ich, die man immer treffen darf. Ja. Also ja, das finde ich extrem wertvoll, dass du das so sagst, weil wir haben immer die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Und das, was du sagst, auch als jeder hat ja einen gewissen Filter auf. Genau. Also eine Filterbrille. Und es gibt, hatte ich vor kurzem auch wieder ein Gespräch, wo jemand sagt, es gibt nur eine Wahrheit. Oh, dann unterhalte ich mal bitte mit den Klienten oder den Klientinnen mit mir. Die wir auch betreuen. Jeder lebt so auf seiner Wahrheits- und Wahrnehmungsinsel. Und das Ego, was die Grenzen sagt, okay, das kommt mir aber nicht auf meine Insel, das mal zu parken und sagen, ich gehe mal auf eine andere Insel. Ich kann jederzeit zurück. Aber sich das mal anzuschauen. Und das ist genau das, was du ja mit 13 angefangen hast. Mhm. Dein Ego zu parken und zu gucken, was möchte mir meine Haut eigentlich sagen? Genau. Die ist eigentlich ein sehr guter Lehrer, wenn man mal hinschaut. Und dann verzeiht sie dir auch wirklich viel. Also auch gerade Meditieren zum Beispiel hilft sehr, wenn man überhaupt völlig verwuselt ist und gar nicht weiß, wer bin ich und was will ich und ich kann mich nicht entscheiden und überfordert ist, dass Meditieren natürlich der erste Schritt ist, überhaupt mal Ruhe reinzubekommen. Oder am Anfang ist wahrscheinlich gar nichts ruhig, zu checken, was geht in mir eigentlich ab. Du wirst wahrscheinlich merken, du hast einen inneren Antreiber, da muss die ganze Zeit irgendwas passieren oder sowas. Also es war bei mir am Anfang so, ist auch heute ab und zu so. Also, dass man einfach mal in Ruhe geht und mal einfach auftauchen lässt, was kommt. Was ist denn, wenn nichts um mich rum ist? Was passiert denn in meinem Körper? Dann checkst du nämlich erstmal, was da eigentlich schon unter der Oberfläche wirklich so lodert. Ne? Darf ich fragen, wie du meditierst? Weil es gibt ja verschiedenste Meditationsarten. Ja, also ich muss sagen, ich bin früher auf jeden Fall mit geleiteten Meditationen, habe ich auf jeden Fall angefangen. Das finde ich für manche sicher auch erstmal ein guter Start, um sich sozusagen von einer angenehmen Stimme leiten zu lassen. Das ist schon so ein bisschen nochmal, da fragt man sich nicht die ganze Zeit, mache ich was falsch oder mache ich was richtig? Ich selber leite ja auch Meditation an. Ich habe übrigens auch einen Chakren-Meditationskurs, einfach weil ich glaube, dass das ein richtig gutes Tool ist, um Blockaden auch aufzulösen. Und jetzt mittlerweile reicht es mir tatsächlich, wenn ich mich hinsetze und einfach passieren lasse, was kommt. Also ich beobachte eigentlich mich nur. Ich beobachte meine Gedanken, ich beobachte meinen Körper, meine Empfindungen und versuche, sie nicht zu bewerten. Ich meine, letztendlich, ob das immer so klappt, versuche ich auch schon nicht mehr zu bewerten. Aber mir einen Eindruck zu machen, wie es mir so geht. Und dann merke ich irgendwann, jetzt erde ich mich, jetzt entspanne ich mich. Dann atme ich natürlich auch noch zwischendurch. Aber es ist sehr, sehr nach Gefühl. Ich muss sagen, ich habe da gar keinen Plan so richtig. Manchmal reicht es mir tatsächlich auch, mich im Wald zu setzen. Einfach nur zu gucken. Ich merke, ich denke nicht mehr. Also ich gucke
und verbinde, dadurch, dass ich mich ja so toll verbinden kann mit allem, also ist natürlich super in der Natur, weil ich kann mich irgendwie mit der Umgebung total verbinden und bin voll schnell einfach auf so einer Körperebene und nicht mehr im Kopf. Ja, so kann ich das vielleicht beschreiben, aber nach und nach, würde ich sagen, kann man sich so mit geleiteten Meditationen ganz gut rantasten oder mit so einem Gong, also dass ab und zu mal so ein Gong nur einfach kommt, der sich daran erinnert, atmen, nicht nachdenken oder einfach auf die Nasenspitze konzentrieren, auf die Fingerspitzen konzentrieren. Was ich für Frauen und Männer, was ich denen immer rate, ist nicht so eher, vieles läuft ja einfach über das Kronchakra hier oben Kopf ab, dass ich generell einfach immer empfehle, meditiere doch mal nach unten. Also meditiere doch mal in dein Wurzelchakra, in deinen Genitalbereich rein. Dass du dich darauf mal konzentrierst, wie du dich mit dem Boden verbindest, weil uns vielen Menschen, glaube ich, Erdung fehlt. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Thema. Weil einfach unsere Welt ist logisch, ist strukturiert, da ist alles mit der Wissenschaft und so weiter erklärt. Ich glaube, dass das vielen Menschen hilft. Also sich zu erden. Ja. Aus dem Grund bin ich ja seit 2014 barfuß unterwegs. Ach wow, okay. Und auch in Berlin war ich schon barfuß. Ich glaube, in Berlin musst du ganz, also in Berlin musst du ganz anders rumlaufen, wenn dich da jemand einer anspricht. Ja, das stimmt. Nackt zum Beispiel. Und auch aber, das ist aber nicht, damit Schuhe. Genau. Aber ich nutze das halt sehr gerne. Ich habe letztens, jetzt wo die warmen Temperaturen rauskommen, mich einfach mal in den Wald auf einen warmen Baumstamm gelegt und habe Achtsamkeit geübt. Ne, nicht die Gedanken zu interpretieren, sondern nicht zu überlegen, welcher Vogel zwitschert der eigentlich? Wo kommt der her? Wo kommt jetzt die Sonne? Was hat da geknistert? Sondern einfach nur wahrnehmen. Wenn man mal überlegt, wo wir vielleicht herkommen, ob es jetzt der Wald aus der Nachbarschaft ist, ist mal dahingestellt. Aber die Natur macht ja was mit uns. Und dieses Erden, hat ja so, eine Schwingung. Ja, und diese Erdung, das ist das, was für mich quasi wie eine Gehmeditation ist. Wenn ich den warmen Boden spüre oder auch mal den Motter oder die Pfütze, das ja, fährt mich persönlich extrem runter. Also Waldbaden ist sowieso mein Tool schlechthin. Es gibt manche Menschen, die fühlen sich im Wald nicht so wohl. Da würde ich immer mal fragen, warum. Aber gut, Waldbaden finde ich auch meditativ total. Also ich mache das eigentlich mehrfach in der Woche, wenn es geht, dass ich Waldbade. Also einfach bewusst im Wald sein. Ne? Wirklich dann einfach mal wahrnehmen. Ja, mal das Handy daheim lassen. Ja. Es muss nicht jeder bei Instagram wissen, dass ihr gerade im Wald seid. Kannst du danach sagen. Genau. Ja, nee, ich weiß schon, was du meinst. Schön. Also ich glaube, die Zuhörer und Zuschauer haben jetzt auch einen großen Einblick erstmal von deiner Geschichte erfahren und vielleicht den einen oder anderen Impuls mal auf, vielleicht als Gedanke, wenn ihr jetzt irgendwo ein Pickelchen habt, mal überlegen, warum. Erstmal vielleicht ganz banal, gab es was, was ich gegessen habe, was ich vielleicht nicht vertrage. Oder wo ist es? Antlitzdiagnostik. Mal schauen, wo schaut der denn hin? Wie groß und Co. Kannst du da vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen? Also wenn jetzt jemand so sagt, hey, ich habe ab und zu mal ein Pickelchen. Ja, also erstmal keine Panik. Freu dich, dass dein Körper mit dir kommuniziert. ab und zu ein Pickelchen. Da würde ich auf jeden Fall mal, also die erste Frage, die ich sowieso immer hier stelle oder anderen stelle, seit wann ist das? Also was ist ungefähr in der Zeit passiert, aber es kann auch manchmal schon ein bisschen vor, also so ein halbes bis Jahr vorher kann sich sowas schon anbahnen. Das darf man natürlich jetzt auch nicht unterschätzen. Und dann schon, wie du gesagt hast, vielleicht, wenn man wirklich in die Deutung gehen möchte. Also ich würde immer gucken, wie ist meine Ernährung gerade? Ist vielleicht mehr zuckerlastiger geworden? Bin ich vielleicht doch ein bisschen mehr wieder in Weizen oder so? Ist einfach ausgeartet oder was? Dass man da erstmal guckt, reizarm sozusagen zu essen, einfach so ein bisschen wieder so die Mitte zu finden, was die Ernährung angeht. Der Darm ist natürlich, spielt immer eine große Rolle. Das darf man jetzt nicht so vergessen. Und dann kann man natürlich in die Deutung gucken, wo ist der Pickel? Nase, Stirn, Hals, was ist das? Hier Kinnbereich ist ja eher hormonbedingt meistens. Oder in welcher Zyklusphase der Frau zum Beispiel, also bei Frauen, wo befindet man sich da? Was ich aber mitbekomme bei den meinen Coaches, muss ich nochmal dazu sagen, ist, dass auch viel zu schnell und zu groß immer gedeutet wird. Man muss in allem
die Waage finden. Das hast du vorhin auch ganz gut gesagt. Entweder man ist nur im Verstand oder nur der Ja-Sager oder nur der Nein-Sager. Es ist immer die gute Mitte. Wo ich früher so dachte, ja, da bin ich ja immer nur so ein Mitläufer, habe ich heute für mich nicht. Ich bin kein Mitläufer, ich bin einfach in meiner Mitte. Also ich will nicht extrem werden, weil das ist bei Neurodermitikern auch ganz häufig und bei Menschen mit Hautproblemen so. Die machen dann extrem die Dinge. Ganz extrem arbeiten und ganz extrem dann auf einmal krank sein oder ich höre von einer Lösung, ich mache das jetzt richtig extrem, ich verzichte jetzt auf alles und dann so verbissen zu sein, ganz entspannt mal erstmal werden, so Leichtigkeit, das ist auch das, was ich in allen Coachings versuche so rüberzugeben. Ein Pickel kommt, begrüße ihn doch mal nett, hey, was willst du mir sagen, alles cool, du darfst auch wieder gehen, darfst auch kurz bleiben, auch mal ein bisschen das Dramatische rausnehmen. Und dann natürlich diese drei Säulen überprüfen. Wie ist mein Körper gerade? Wie geht es dem so mal generell vielleicht auch? Wie ernähre ich mich gerade? Und dann, über was mache ich mir vielleicht auch gerade viel Gedanken? Was ist gerade thematisch? Tut mir das gut? Kann ich da was lösen? Kann ich an meiner derzeitigen Situation etwas ändern? Und wenn man dann gar nicht zur Rande kommt, würde ich immer jemanden bitten, mich zu leiten. Das habe ich ja auch immer gehabt. Also ich habe es nicht alleine gemacht, bis hierhin gekommen zu sein und ich bin auch heute nicht alleine und habe immer jemanden, der von außen mal drauf schaut und sagt, Lydia, alles gut, das ist jetzt normal, weil es passiert gerade kollektiv ganz viel oder sowas. Ne? Also dass man auch nicht, dass man vielleicht mal jemanden hat, der auch von außen sagt, hier und da kannst du mal schauen. Ja. Also auch wieder den gewissen Rahmen, den wir vorhin schon mal erwähnt haben. Genau. Ich vergleiche das immer mit einer Autobahn. Ich muss mal kurz meinen Stecker reinmachen. Mach das. Du kannst natürlich super mit dem Auto geradeaus fahren, aber du hast links und rechts eine Planke. Oder manche kennen das vielleicht vom Bowling. Kinderbowlen, wenn diese Reile Ratten heißen die, genau. Wenn das hochgefahren wird. Und das bedarf es manchmal im Leben. Es ist vollkommen okay, mal über die Autobahn von links nach rechts zu fahren, insofern frei ist. Ja? Aber nicht, dass du dann die Fahrbahn gleich verlässt und dich überschlägst, sondern dass du mal irgendwo andonst. Und das ist dann der Coach oder der Therapeut oder Co., der sagt, pass auf, so weit, aber nicht weiter. Du darfst mal die Grenzerfahrung machen, aber dann wieder zurück auf die Mittelspur. Ja. Und so versuche ich das den Leuten immer klar zu machen, dass es quasi wie die Ratte beim Bowling ist. Das hast du auf jeden Fall ganz gut bildhaft schon wieder erklärt, was ja fürs Unterbewusstsein übrigens sehr wichtig ist, weil wir ja in Bildern eigentlich alles abspeichern. Also so läuft ja der Traum auch über Symbole und Metaphern. Und man kann sich halt auch immer die Frage stellen, kann ich das jetzt gerade verändern oder muss ich mit der Situation sozusagen Frieden schließen? Also diese zwei Sachen gibt es ja nun mal. Und wenn du zum Beispiel zu mir kommst, auch viele Leute, die sagen, ey, beruflich ist einfach schrecklich. Ich möchte das nicht mehr oder ich fühle mich super unwohl. Und das kann man meistens, und das empfehle ich auch nicht von heute auf morgen, alles sofort verändern. Auch bei mir war es jetzt nicht von heute auf morgen diese großen Veränderungen, sondern einmal ehrlich zu sich zu sein, okay, ja, so geht es nicht weiter. Dieser Lebensbereich, den möchte ich verändern und dann einen Plan machen und dem folgen oder Schritt für Schritt auf das neue Ziel zugehen. Ja, man sieht ja meistens nur das Ergebnis bei den Leuten, die irgendwie am Ziel schon sind. Das ist ja immer Schritt für Schritt gewesen, auch beruflich. Als ich gemerkt habe, ja, Maskenbild hat mich jetzt dann doch nicht so erfüllt, wie ich das mir vorgestellt habe, als ich jugendlich war und das gerne machen wollte, war der erste Schritt, es mir zuzugeben. Der war schon schwer genug, habe nämlich sehr viel dafür getan, es werden zu können. Und dann aber zu checken, okay, dann gehe ich diese neue Mission jetzt an. Ich lasse mich darauf ein, dass was Neues zu mir kommt. Und dann kam das natürlich auch erst in den darauffolgenden Monaten auf mich zu, nicht sofort morgen. Aber dann bin ich halt offen dafür und kann es auch irgendwie sehen. Und dann natürlich auch ins Handeln kommen und sich verändern. Ist natürlich, das ist ein Prozess. So, das ist einfach Schritt für Schritt für Schritt. Und offen sein und die Sachen auf sich zukommen lassen und sehen vor allem. Immer Lösungen sehen. Es gibt, ich glaube, das ist ein großes Ding für mich immer gewesen. Es gibt immer eine Lösung. Und wenn ich dafür offen bin, dann sehe ich die auch irgendwann. Ja. Also es haben jetzt sogar schon ein paar Tipps drin gesteckt. Kannst du nochmal drei Sachen den Zuschauern und Zuhörern an die Hand geben, die sie so quasi aus der Quintessenz aus dem Gespräch mitnehmen können, wenn es um das Thema Haut geht, ob es Interpretation oder Gesundheit oder kann auch was ganz anderes Unabhängiges sein von Haut, wenn du magst. Ach Mensch, ey, ich brauche doch immer einen Rahmen, der ist jetzt so breit, aber da bin ich jetzt so ein Ping-Pong-Ball, der hin und her geht. Aber warte, ich kriege das schon hin. Also. Ich zähle am besten mit.
Also bei Haut. Ich sage ja immer auch in meinem Podcast, sind halt drei Säulen. Es ist Körper, Geist und Seele. Fang doch vielleicht erstmal bei deinem Körper an. So, das ist schon mal mein erster Schritt in Richtung Ernährung zu gucken. Vollwertig pflanzlich ernähre ich mich zum Beispiel. Ich bin auch nicht perfekt. Das gebe ich auch immer gerne zu, weil meine Klienten auch ganz häufig Menschen sind, die super perfekt sein wollen und sich da dann aber fast schon geißeln und also so verbissen sind und das dann denen aber auch nichts bringt und ganz unglücklich sind. Also vollwertig pflanzlich. Punkt. So, Lydia. Jetzt machen wir mal einen Punkt. Dann auf der geistigen Ebene, ich gehe einfach mal die drei Sachen. Mhm. Ne? Körper, also Ernährung und der Darm, also gerne auch vielleicht mal zu einem Heilpraktiker gehen, eine Darmprobe, also da, also Stuhlprobe machen, einfach mal gucken, was fehlt dem Darm vielleicht an Bakterien. Geht es dem gut? So, weil das ist auch Haut. Der Darm hat auch eine Haut. Und da fängt es meistens erst an. Ne? Bei der also Körper, Geist, bei der geistigen Ebene, sage ich Verstandesebene, Mindset-Ebene, was denkst du über dich? Wie sprichst du mit dir? Was ist dein innerer Kritiker vielleicht? Wo will der dich immer hintriezen? Wo könntest du entgegenwirken? Wo kannst du einen Ausgleich schaffen? Bei mir ist es nämlich immer dieses, ja, es war schon immer dieses Machen, Gutsein, helfen. Also das ist ja auch alles was Löbliches, aber wie schaffe ich einen Ausgleich dazu? Also muss ich auch Nein sagen und für mich sein und mir Zeiten schaffen, die im Wald stattfinden. Ja? Kreativ sein, also Ausgleich schaffen. So Mindset-Ebene, also auch mal schauen, was denke ich über mich, was glaube ich über mich und was möchte ich gerne über mich glauben und denken. Du hast immer die Entscheidung. Und dann die letzte Ebene ist die seelische Ebene und die ist sehr riesig, muss ich dazu sagen. Da würde ich vielleicht den Tipp geben, schau doch mal, wenn du jetzt drauf gekommen bist, der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, oh, der resoniert ja voll mit mir, das denke ich ständig. Wo liegt der denn in deiner Familie zum Beispiel auch schon vor? Mama, Papa, Oma, Opa, wer von denen glaubt dann auch sowas über sich? Und wo kann man denn vielleicht verstehen, dass es vielleicht nicht mal dein Programm ist, was da abläuft, sondern dass es etwas ist, was du quasi mitbekommen hast? Ja, und das hilft manchmal schon, dass sie verstehen, der Schmerz ist vielleicht gar nicht meiner, sondern ich habe den irgendwie abgeguckt. Mhm. Und dass man dann vielleicht mal ins Gespräch geht auch, der Familie. Ja. Cool. Also, drei wertvolle Tipps mit Unter-Subtipps. Aber versteht den Podcast natürlich auch nur, nicht nur, aber als Blick Anreiz. Als Anreiz, diesen Blick, die Perspektive mal zu wagen. Ich habe auch beim Health-Meeting immer wieder Leute, die sitzen da mit verschränkten Armen da und denken, ne, das triggert mich überhaupt nicht. Das kann gar nicht sein. Mein Arzt oder mein Therapeut hat mir das aber so und so erklärt. Und im Nachgang bekomme ich dann eine E-Mail, ja übrigens, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, da wurde was von Elternteilen erzählt oder von der Psyche. Könnte da vielleicht was dran sein? Und das ist zumindest so ein kleiner Funke, ist übergesprungen und der entzündet dann. Und das entzündet nicht über Nacht, das kann auch mal eine Woche, Jahre eventuell dauern. Ja, genau. Lydia, wenn jetzt jemand sagt, pass auf, das, was du erzählst, das klingt schlüssig und ich habe vielleicht eine oder andere Hauterkrankung oder eine Auffälligkeit. Wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten und was kannst du mir Gutes tun? Ja, also was ich immer empfehlen würde, ist, wenn das dich jetzt angesprochen hat, was du gehört hast, dass du den Zauberhaut-Podcast einfach da mal reinhörst, durch die Folgen guckst, was interessiert dich, um einfach nochmal mehr einen Einblick zu bekommen, weil teilweise die Fragen, die ich gestellt bekomme auf verschiedensten Social-Media-Ebenen, die sind beantwortet im Podcast mehrfach. Also das Wissen ist da perfekt, also muss ich sagen, aufgebaut. Es ist wirklich so Step für Step und guck da einfach dich schon mal rein, liest dich da rein. Und wenn du aber direkt sagst, oh Gott, ja, ich brauche unbedingt Hilfe und so weiter, dann würde ich dir empfehlen, mir auf meiner Webseite eine Anfrage zu schicken, eine Coaching-Anfrage. Also da füllst du nur ein kleines Formular aus, einfach, dass ich mich bei dir melden kann und wir miteinander mal sprechen. Das ist jetzt mittlerweile mit etwas Wartezeit verbunden, weil die Anfragen recht schnell reinflattern. Deswegen, es ist ja der Podcast da, da kann man ja schon reinhören. Ich habe den Chakrenkurs vorhin kurz erwähnt. Kannst du dir alles auf meiner Webseite mal angucken, dass du schon anfängst, nach und nach mit deinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Dafür habe ich verschiedene Sachen schon
aufgebaut sozusagen. Auch Meditation im Podcast. Und mein allerliebster Kanal ist Instagram. Also da kannst du mich sehr gerne, kannst du mir zuschauen. Da bin ich einfach sehr nah mit euch im Kontakt. Das funktioniert irgendwie so schnell. Das ist so nah irgendwie. Das ist, als wenn ich mit Freunden bin. Also lydia.zauberhaut gerne folgen. Da könnt ihr mir immer mal wieder Fragen stellen. Habt Einfluss darauf, über was ich spreche. Genau, das würde ich so erstmal empfehlen. Es kommt natürlich auch alles in die Shownotes. Schaut mal unten in die Videobox oder auf der Homepage. Da könnt ihr dann die Fülle an Informationen aufsaugen. Und wenn das nicht ausreicht oder ihr natürlich persönliche Unterstützung haben möchtet, dann wendet euch gerne an Lydia. Lydia, ich danke dir für das schöne Gespräch, auch die Informationen, die du gegeben hast. Und wünsche natürlich den Zuschauern und Zuhörern einen wunderschönen sonnigen Tag. Und wenn die Sonne scheint, die Sonne kommt aus dem Herzen. Ja, ich danke dir auch, dass du mir die Zeit gegeben hast, hier zu sprechen. Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.